Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespielspaßes und hallo liebe Landratten, willkommen zurück zu der Beta von Port Royal 4. Es gab ein Patch, oder es gab zwei Patches, ein Patch, egal. Es sind ein paar neue Inhalte hinzugekommen, es gab ein bisschen Bugfixing, die englische Kampagne soll spielbar sein, aber leider nur, wenn man die spanische Kampagne abgeschlossen hat. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir werden nach den hoffentlich gefixten Bugs uns nochmal an die spanische Kampagne wagen. Die Karibische See um 1570. Spanien hat sich bereits in weiten Teilen ausgebreitet. Doch die Städte sind meist klein, durch die große Distanzen eher schlecht versorgt. Ständig lauert die Gefahr, dass es zu Übergriffen durch die anderen Nationen, allen voran England, kommt. Deine Aufgabe ist es, Spaniens Kolonie möglichst schnell zu stabilisieren, um die Macht zu sichern. Hierzu sollst du Siedler, Baumaterialien und alle wichtigen Waren unter den Kolonien verteilen, damit sie schnell wachsen können. Außerdem sollst du die Produktion wichtiger Waren vorantreiben. Diese Kampagne bietet den besten Einstieg in Port Royal 4. Da sie eine ausgeglichene Mischung der verschiedenen Komponenten des Spiels, Handel, Aufbau und militärische Auseinandersetzung enthält. Alles klar, das kennen wir schon. Und wir werden natürlich wieder mit unserer Lauffrau, der Händlerin, spielen. Ich würde gerne den Namen ändern. Hallo? Achso, hier unten, ja. Lauffrau. Yes, sie ist raffiniert, mutig, abenteuerlustig und es gibt kein Geschäft, das sie sich entgehen lässt. Egal ob mit Freund oder Feind, sie wird von allen Nationen als Händlerin geachtet und respektiert. Weswegen ihr auch dann die Häfen offen stehen, wenn für andere längst kein Zugang mehr besteht. Benötigt keine Handelskonzession, darf auch im Krieg mit allen Nationen handeln. Kampfschiffe kosten doppelte Ruhmpunkte. Alles klar. Dann starten wir doch mal. Am Ende des 16. Jahrhunderts war das Reich der spanischen Krone so groß, dass in ihm die Sonne niemals unterging. Aus aller Welt fließen Reichtümer ins Mutterland, vor allem nach Madrid, den Ort des Königshofes, das Mekka der Schmeichler, Intriganten und Beamten. Jeder, der mit Titel oder Vermögen gesegnet ist, findet hier ein sicheres und komfortables Leben. Wem dies nicht vergönnt ist, dem bleibt vor allem ein Ausweg: die spanischen Karibikkolonien, von denen aus der Reichtum Süd- und Mittelamerikas über den Atlantik verschifft wird. Man lässt die armen Menschen bereitwillig ziehen, denn in den Kolonien ist das Leben hart und die Arbeitskraft knapp. Die Siedler werden von der Hoffnung auf ein besseres Leben angetrieben. Ohne Armut, dafür in Freiheit und vielleicht sogar Wohlstand. Aber auch die großen Herrscher Europas schauen begierig auf die spanischen Kolonien. Ihre sagenhaften Reichtümer versprechen etwas, dem kein Monarch widerstehen kann: Macht. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Spaniens Vormachtstellung offen herausgefordert wird. Seid gegrüßt im Namen Gottes und als Vertreter der Heiligen Krone Spaniens. Euch schickt der Himmel. Denn das zu kolonisierende Gebiet ist riesig und der Aufbau eine wahre Prüfung unserer Demut und Ergebenheit vor Gott. Und unserer Intelligenz natürlich. Durch die große Ausdehnung unserer Kolonie ist die Versorgungslage nicht überall gleich gut. Manchen Städten fällt es schwer, ihre Nachfrage zu sichern, weil die Entfernungen zu den Produktionsstätten groß sein können. Aber auch, weil nötige Produktionen, Arbeitskräfte und Baumaterialien fehlen. Eure erste Aufgabe wird es sein, die Versorgung mit grundlegenden Gütern des täglichen Bedarfs in eurer Heimatregion sicherzustellen. Details findet ihr in eurer Aufgabenliste. Möge der Segen Gottes auf euch ruhen. Es ist der ausdrückliche Wunsch der Heiligen Krone, das Leben in den Städten eurer Region zu verbessern. Erst danach werden wir uns Schritt für Schritt anderen Problemen widmen,
bis in großen Teilen gleichmäßige Lebensqualität und Wachstum hergestellt sind. Sehr schön. Da hat uns der Vizekönig wieder das Briefing gegeben. Wir gucken hier oben ins Logbuch rein. Du verfügst in 5 Städten über eine Handelslizenz, erfüllt am 26. März 1570. Wir sind ja die Händlerin, das heißt, diese Aufgabe ist automatisch erfüllt, weil wir keine Lizenz brauchen. So, liefere 1000 Waren von produzierenden Städten an andere Städte. Derzeit 0 von 1000. Die Zufriedenheit in deiner Heimatstadt Sevilla beträgt 85%. Derzeit nur 84,2. Liefere Waren aus den umliegenden Städten nach Sevilla, um die Zufriedenheit der Bürger zu erhöhen. Okay. Was wollen die denn? Die wollen Gemüse zum Beispiel und Bier bestimmt auch. Oh, Holz haben sie ein bisschen was. Mais. Gut, dann gucken wir doch mal. So, wir brauchen Gemüse. Gemüse. Kleine Städte sind weniger geschützt als große. Der Neid der europäischen Rivalen, möge die Verdammnis sie treffen, lässt es nicht zu, die Entwicklung der Städte zu vernachlässigen. Sie müssen wachsen und stark werden, um Seeblockaden durchzuhalten. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Was haben wir denn jetzt erfüllt? Ja, die Zufriedenheit ist gestiegen. Fantastisch. Ich brauche immer noch Gemüse. Hier gibt es kein Gemüse. Das ist schlecht. Irgendwo gab es doch hier Gemüse. Das gibt's doch gar nicht. Da gibt es Gemüse. Okay, komm her. Du bewegst dich dahin. Gut. Getreide gab es sicherlich im Nachbarort irgendwo. Hier gibt es Tabak. Wir können ja schon mal anfangen, zu dem unserem Vizetypen wieder Zeug zu bringen. Da gibt's Bier und Getreide in Havanna. Gut, gibt Gras. Und ich glaube, man konnte sich auch irgendwo jetzt den Wind einblenden, dachte ich. Gucken wir mal kurz in die Optionen. Grafik, Gameplay, Darstellung. Nee. Reflexion normal. Okay. Ich dachte, man kann sich jetzt den Wind auch einblenden. So, er ist da. Wir laden... Was wollte ich hier kaufen? Ach, Tabak. Genau. Tabak. So. Man hört auch schon, es sind ein paar neue Sounds dazugekommen. So, und wir hören jetzt auch, wenn ein Schiff ankommt. So, wir laden ein bisschen Getreide ein. Wir laden ein bisschen Bier ein. Und bringen das nach Sevilla. Außerdem gucken wir hier drüben und holen uns Gemüse. Das ist natürlich jetzt hier nicht wirklich viel Gemüse, was es da gibt. Gibt es noch woanders Gemüse? Das gibt's doch gar nicht. Da gibt es noch Gemüse. Okay. Zack. Wir laden das Getreide aus. Dafür gibt es Moneten und wir laden... Ach, kommt das hier auch? Sehr gut. Da gucken wir gleich mal rein. Nein, natürlich hier. 125. Das ist nicht wirklich viel. So. Aber... Wir arbeiten dran. Oh, Tabak gibt es ja auch nicht viel. Ich dachte, man kann hier schon mal ein bisschen mehr ranholen. Fahr mal darüber. Wir können schon mal anfangen, die Gegner zu spotten. Sag ich schon. Also die anderen Konkurrenten. So, Zucker will er auch haben, aber vor allen Dingen Getreide. Wie sieht's mit Mais aus? Mais wollen sie auch haben, okay. Gut, hier gibt's ordentlich Gemüse. Okay.
ist unser Schiff? Dass die Schiffe nicht komplett auf der Karte dargestellt werden, ist ein bisschen verwirrend für mich, finde ich. War das sonst auch schon so? So, zurück. Und wir suchen immer noch die Möglichkeit für mehr Tabak und mehr Kakao. Guck mal, Santiago, da gibt es Tabak. Okay. Ganze Menge sogar. Gut, dann machen wir unsere erste Fahrt. Ist noch irgendwo... bei Cartagena anhalten. Wir wissen ja, dass wir beim Vizekönig hier Baumwolle, Tabak, Kaffee und Kakao ausladen sollen. Und das bringt uns auf jeden Fall am Anfang sehr viel Geld. So, hier ist Gemüse. Er hat Mais dabei, das ist gut. Dann schaffen wir das restliche Gemüse mal dahin und wir suchen Getreide. Ja, dann fahr nach Havanna. So, ist das hier schon da? Dass die Schiffe auf der Karte nicht angezeigt werden, das ist, das finde ich nicht schön. Das haben sie irgendwie, das war vorher nicht so, bilde ich mir ein. So, hier können wir auf jeden Fall gut Gemüse loswerden, das ist sehr gut. Wie sieht es denn aus hier mit unserem, wir sind bei 338 von 1000. Wir laden hier wieder Getreide ein. Hier geht es schon auch gut. Dann zurück. So, er ist fast da. Sehr gut. Hier gibt es übrigens auch Gemüse, wie wir sehen. Das heißt, wir können erstmal, wir nehmen ein bisschen was mit und holen uns auf jeden Fall noch die Hütte voll mit Tabak. Und dann geht's auf in die Hauptstadt. Und jetzt müssen wir gucken, wo unsere anderen Schiffchen sind. Der kommt gerade zurück. Dann laden wir hier Bier aus. Braucht ihr eigentlich Holz? Ja, ist auf jeden Fall rot. Sehr gut, so. Er ist noch unterwegs. Holz. Bier ist voll. Dann bring das Bier halt mal woanders hin. Oh, hier gibt es eine Aufgabe. Auftrag der Stadt. 60... auf... Oh, scheiße, das war... Guten Morgen, oh Herr. Das war ablehnen und nicht annehmen. Depp. Komm schon. So, dann zack, weg mit dem Tabak. Und Kakao auch noch. Sehr schön, jetzt haben wir noch Gemüse. Das... Oh. Können wir hier auch verkaufen. Warum eigentlich nicht? So, Zucker nehmen wir ein bisschen was mit. Wie ist es eigentlich mit Fleisch? Hier gibt es Fleisch. So, hier gibt es einen Auftrag. Hier sitzt ein alter Seebär und bietet das Stück einer Schatzkarte zum Verkauf an. 7.500, kein... was? Achso, da ist kein Konvoi in der Nähe. Okay, hier haben wir Getreide und... Auf eurem Wirken Bier. Ruht der Segen des Herrn. Ihr solltet nun die Produktion grundlegender Waren anstoßen, um die Warenversorgung in eurer Region zu gewährleisten. Okay. Sollen wir Stuff jetzt anbauen? Okay, hier können wir erstmal noch Bier loswerden. Sehr schön. Was sollen wir denn machen? Wir sollen... Naja, das Typische, was wir schon kennen. Holz, Getreide, Bier...
und 1000 Leute zu anderen Städten bringen. So, na gut. Die Frage ist, ob wir so viel... Ja, ich würde das gerne jetzt kaufen hier. Annehmen. Sehr gut. Ich kaufe erstmal das Bier. Wir könnten natürlich jetzt hier wieder anfangen mit Holz. Was haben wir denn hier überhaupt für Rohstoffe? Wir haben hier Baumwolle. Und wir können hier zum Beispiel Kapak anbauen. Können wir das schon bauen? Baumenü, Baumenü, Baumenü. Tabak. Tabakplantage. Landwirtschaftlicher Betrieb erhält eine Produktionsbonus von 4 Betrieben zu einem... Geil. Geil, das geht sogar schon. Das Coole, warum ich das jetzt erstmal mache, ist... Holz können wir hier nicht anbauen, weil wir hier die Rohstoffe da... Also die... Den, das ist, also Holz ist ein bisschen strange, ne? Wir müssen Holz in Valladolid anbauen, weil wir in Sevilla dafür die Fruchtbarkeit nicht haben. Das ist ein bisschen bescheuert. Nichtsdestotrotz baue ich jetzt mal 2 Tabakplantagen hier. Gut. Warum Tabak? Damit wir das einfach beim Vizekönig verkaufen können. So, und hier können wir jetzt unser Bier loswerden. Und ein bisschen Mais kaufen. So. Sollen wir mal gucken, wo die anderen Schiffe sind. Das ist total verwirrend. Ah, hier ist einer. Da gibt es auch einen Auftrag. Was müssen wir hier machen? 80 Tonnen Fleisch. Erstmal verkaufen wir den hier ein bisschen Getreide. Und dann nehmen wir hier wieder Tabak mit. Und Kakao natürlich auch. So viel wie geht. Und damit fahren wir jetzt hier runter. Und wo ist jetzt der andere Konvoi? Hier, Fleisch. Oh wow. Wollte mich verarschen. Ich brauche auf jeden Fall eine gute... Hier gibt es noch Fleisch. Gut, was machen die anderen Konvois? Der eine ist wieder zurück. Mais brauchen die hier nicht. Wie sieht es denn aus in Sevilla? Können die das bauen? Die brauchen... Oh, Steine brauchen die. Gut, dann Steine gab es, glaube ich, hier. Der ist noch unterwegs. Der ist auch noch unterwegs. So, gibt es hier ein bisschen mehr Fleisch? Ja. Okay, das sind 48 Tonnen. Wo gibt es denn noch Fleisch? Hier. Okay. So, wir brauchen Steine. Ab dafür. Und wir schalten weiter die Konvois durch. Der ist noch unterwegs. Der ist unterwegs. Okay. So, der Mais kann hier raus. Die Steine können hier raus. Und jetzt gucken wir mal. Die brauchen schon wieder Getreide. Dann fahr doch mal nach Havanna. So, hier laden wir unseren Stuff aus. Kakao. Zack. Wollen die das Getreide eventuell auch haben? Oh yes. Das können wir hier... Und Holz wollen die auch haben. Krasser Shit. Okay, dann suchen wir uns mal Holz. Er ist fast... Nö, er ist noch nicht fast da. Er ist da. Zack. Haben wir in Havanna eigentlich schon... Können wir da schon was bauen? Ja, wir können in Havanna eine
Getreidefarmbar. Was sollen wir auch machen, ne? Wir sollen 4x Holz und 4x Getreide bauen. Ach ne, keine Baugenehmigung. Okay, gut. Ich hätte gerne Baugenehmigung. Du darfst in dieser Stadt handeln. Erhöhe deine Bekanntheit in der Stadt derzeit 0%, damit du deine Baugenehmigung erwerben kannst. Du erhöhst deine Bekanntheit, indem du Waren verkaufst, in der die Stadt benötigt werden. Füllstand wird kleiner als 2. Ach, wir müssen hier Sachen verkaufen. Mais. Oder Gemüse. Oder Fleisch. Gut, Fleisch bringen wir gerade woanders hin. Kakao. Okay, okay, okay. Ah, hier, was wollte ich hier kaufen? Holz, ne? Wow, das lohnt sich überhaupt nicht. Was produzieren die noch? Kakao. Okay, dann kauf Kakao. Das ist, dann haben sie aber auch nicht viel da. Eieiei. Gibt es irgendwo Getreide? Hier gibt es Gemüse. So, Fleisch. Haben wir noch 11 Tonnen. Das gibt's ja gar nicht. Da gibt's mal Fleisch. So, Sevilla. Getreide. Mais. Wie sieht die Tabakproduktion aus? Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir nach Havanna ein bisschen Zeug bringen. Also, Havanna möchte gerne Gemüse oder Holz. Dann holen wir uns mal Holz. So, er hier lädt bitte. Was wollte ich jetzt hier kaufen? Gemüse oder was? Naja, ein Tabak schon wieder, ne? Tonnen an Tabak. Baumwolle will er ja, glaube ich, auch haben, ne? Gut, dann schaffen wir das zum Vizekönig schon wieder. Laden hier noch Kakao ein. Und holen uns hier Holz für Havanna. Wollen die eventuell auch Mais haben? Ah, Mais geht auch. Gut, dann holen wir uns noch irgendwo Mais. Da unten gibt es Mais. Ab nach Havanna, um uns dort einen guten Stand zu holen. Er lädt ja natürlich noch. Ach, guck mal, er hat Holz. Aber auch nicht wirklich viel. Wow. Er rückt nicht wirklich viel davon raus. Und Kakao, ernsthaft. Großartig. Hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Dass man immer nicht abschätzen kann, wie viel die davon auch wirklich auf Lager haben, das ist ein bisschen blöd. Gut. Wir laden unseren Scheiß hier aus. Die Baumwolle. Den Tabak und den Kakao. Jetzt haben wir hier noch Holz. Das werden wir auch los. Und das Gemüse tatsächlich auch. So, ist eigentlich, wo ist unser Schiff mit dem... Ah, hier. Genau, wir müssen mal gucken, dass wir den, dass wir das Fleisch relativ schnell... 80 Tonnen. Und ansonsten gibt es hier nicht wirklich Spaß. Spannende Sache gerade. Da musst du hin. Und er hier. Ach, einfach alles in dem. So, haben wir jetzt. Genau. Baugenehmigung. Sehr gut. Damit können wir anfangen, in Sevilla Getreide anzubauen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir das machen. Was haben wir denn hier für, was sind das für Gebäude? Brauerei, ah, okay. Du kannst dein Kaufangebot unterbreiten, wenn du im Besitz einer Konzession für diesen Betrieb bist. Ah ja, okay. Gut, Getreide. Platziere den Betrieb auf einem farblich markierten Baufeld. 4 benachbarte Betriebe des gleichen Typs werden zu einem Großbetrieb zusammengefasst und erhalten einen Bonus von 10%. Alle Anbaubetriebe wirken sich negativ auf die Zufriedenheit angrenzender Wohngebiete aus. Na, hier ist ja genau Platz für 4 Gebäude.
Bauen wir doch erstmal zwei. Packen hier ein bisschen Getreide ein. Ein bisschen Bier natürlich auch. Und fahren damit nach Sevilla. So, er ist wieder immer noch hier. Ich will erstmal den anderen. Ich will erstmal das... Ach, der Fleischtyp ist noch unterwegs. Was wollen die hier? Die wollen Törtchen. Törtchen, mein Törtchen. Produzieren wir überhaupt irgendwo Törtchen? Die wollen Tabak. 25 Tonnen. Das sollten wir machen, oder? Dafür müssen wir aber erstmal eine Tabakproduktion finden. Hier können wir jetzt unser Fleisch rausschmeißen. Na, hier. Sehr gut. Und den... Ach, guck mal, wir können gleich noch Tabak kaufen. Bring den Zucker noch nach Sevilla. Zack. Warte, Zucker ist hier. Die brauchen unbedingt Getreide. Und fahren jetzt voll nach unten. Zack. Er hier holt sich hier noch Tabak. Und ein bisschen Gemüse, auch nicht schlecht. So, Tabak. Und mit diesem Tabak fahren wir jetzt hier rüber zum Auftrag. Und damit soll es das für heute auch schon gewesen sein. Wir sind schon bei fast einer halben Stunde. Wir wissen ja am Anfang, was wir zu erledigen haben. Ich denke mal, das wird relativ schnell gehen. Und ich hoffe, dass wir diesmal auch die spanischen Kolonien gut vertreten werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da für das Video. Wenn ihr Port Royal die Beta schon selber spielen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu Games Planet. Mittlerweile kann man sich dort das auch vorbestellen und bekommt auch direkten Zugang auf Steam zur Beta. Die Standardversion kostet aktuell 44,99 €. Mein Dank geht noch raus an meine großen Unterstützer auf YouTube und auf Twitch. Das sind Parsival, Kulle, Ködö, Iron Dan und Zynam. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.